Hallo, schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu diesem Webinar heute von Verasys. Mein Name ist Udo Schneider und ich bin der Vertriebsdirektor für diese Region. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind, trotz des wunderschönen Wetters. Nun, ich gehe mal davon aus, dass in der deutschsprachigen Region überall wunderschönes Wetter ist und freue mich, dass Sie mir jetzt folgen möchten. Wir werden Ihnen heute unsere neuen Funktionen Gesichtsverpixelung und Bewegungsverschleierung im Spotter als Funktion, als neue Funktion präsentieren. Bevor wir anfangen, möchte ich Sie um etwas bitten. Wenn Sie Fragen haben, dann nutzen Sie bitte die Schreibfunktion in Ihrer Teams-Applikation und schreiben Sie mir die Fragen einfach während der Präsentation auf. Ich werde sie dann einfach entweder im Laufe der Präsentation oder zumindest am Ende in unserer Q&A-Session dann einfach beantworten. Ja, und ansonsten freue ich mich, dass wir uns jetzt einfach mal unsere neuen Funktionen anschauen. Gesichtsverpixelung und Verschleierung, Bewegungsverschleierung. Diese Funktion gibt es seit der Version 8.3.6. Das bedeutet, alle, die eine 8er-Version momentan in Betrieb haben, können diese Funktion herunterladen und alle anderen, insbesondere Versionen 7 oder drunter, können durch ein Upgrade auch auf diese Funktionen zugreifen. Wie das dann finanziell aussieht, das besprechen Sie am besten mit Ihrem Errichter bzw. mit Ihrem Partner, von dem Sie es gekauft haben. Nichtsdestotrotz ist es möglich, dass Sie diese Funktion auch gerne testen können, bevor Sie sie anwenden. Senden Sie mir dazu einfach eine E-Mail mit der Testanfrage an sales@merasys.com. Ich sage es nochmal, sales@merasys.com. In der Vergangenheit sind wir oft gefragt worden, immer wieder, ob wir die Gesichtsverpixelung in unsere Software implementieren können. Sicherlich gibt es Lösungen auf dem Markt, die auch teilweise nicht ganz billig sind, die auch sehr eigenständig sind. Aber es wurde immer wieder danach gefragt, dass Merasys so etwas selber macht. Die Gründe sind dafür ganz einfach. Wir haben mit der neuen Datenschutzgrundverordnung neue Voraussetzungen geschaffen, die schon seit einiger Zeit publik gemacht worden sind. Und insbesondere die Datenschutzbeauftragten in den Regionen, in den Unternehmen sind ja gehalten, daraus die Regeln für ihr Unternehmen bzw. für ihre Region zu editieren. Das haben sie auch getan. Und in vielen Fällen ist es einfach notwendig geworden, dass man zum Schutze der Personen einfach auch Gesichter verpixeln kann. Des Weiteren gibt es weitere Regeln, auch im europäischen Bereich, zum Beispiel bei den Banken, nach denen man auch als Kunde dort Videodaten nachfragen darf. Und in dem Fall ist es natürlich auch notwendig, dass alle anderen Gesichter zwecks der Nichtwiedererkennung einfach verpixelt werden. Also es war richtig notwendig, dass wir diese Lösung gebracht haben. Nun, seit der Version 8.3.6 ist sie nun enthalten, das heißt seit etwa 2, 3 Monaten und wird auch in vielen Fällen schon eingesetzt. Also das Feedback von den Kunden war schon sehr stark. Lassen Sie uns einfach jetzt mal einen Blick hineinwerfen. Ich habe hier schon gerade den Merasys Spotter, also das User Interface, das Nutzerinterface geöffnet und habe dort eine Kamera zum Beispiel mit der Gesichtsverpixelung ausgestattet. Viele, die mich kennen, sie werden mich wiedererkennen. Das ist eine Demokamera, die ich hier bei uns im Flur in meinem Homeoffice habe. Und dort läuft die Gesichtsverpixelung. Schauen wir uns das mal an. Sie sehen, mein Gesicht ist verpixelt. Sie können mich nicht erkennen. Natürlich werden Sie mich erkennen, weil Sie kennen mich ja. Daneben haben wir auch eine Lösung entworfen für die Bewegungsverschleierung. Dazu mache ich eine andere Kamera auf, in der das konfiguriert ist. Das ist also eine Bahnhofsstation, die wir haben in Indien. Ein Beispielvideo und Sie sehen dort auch, dass die bewegten Objekte verschleiert werden. Das Ganze ist abhängig von den Nutzerrechten auch hier ein- und ausschaltbar. Also Sie sehen hier unten diesen neuen Button Privacy, den kannte man bis dato noch nicht. In diesem Privacy-Button können Sie jetzt entweder Ihre Privacy-Zones, also die Privatzonen, die Sie kreiert haben, oder die Objektverschleierung bzw. die Gesichtsverpixelung ein- und ausschalten. Wenn ich die jetzt mal ausschalte, Not in Use,
Warten wir wieder auf mich. Sehen Sie, das ist der Herr Udo Schneider, der daherkommt. Und wenn ich Sie jetzt wieder einschalte, dann verpixelt er sofort wieder. Das Gleiche können wir auch hier machen bei der Verschleierung. Object Blurring Not in Use. Sie sehen alles in klar. Und wenn ich es in Use setze, dann sehen Sie es wieder verschleiert. Diese Funktion, dass Sie das wirklich ausschalten können, kann man in den Nutzerrechten definieren. Dazu kommen wir aber später noch. Viel wichtiger ist, dass Sie hier schon mal alle Möglichkeiten haben, diese Funktionen zu nutzen oder nicht zu nutzen. Und das funktioniert auch sehr gut. Wie wird das Ganze nun konfiguriert? Ich gehe mal in den Systemmanager hinein. Den habe ich auch schon hier geöffnet. Und dort gehen wir auf den einzelnen Recorder in die Kameraeinstellungen, holen die uns her. Wir haben hier die Floor-Kamera gehabt, das war diese, jawohl. Gehen in den Privatzonen-Tab. Und jetzt kann ich hier unten, unterhalb der Privatzonen, kann ich hier das Object Blurring Blur Faces, also Gesichtsverpixelung, oder Blur Moving Objects, also die Bewegungsverschleierung, ein- und ausschalten. Ich habe auch dann hier noch die Möglichkeit, Justagen vorzunehmen, also hier eine Minimum Face Detection Confidence, also wann er das Gesicht erkennen soll. Und hier dann auch noch ein paar Bildgrößen, wobei Sie hier diejenige wählen, die Ihrer Bildgröße, der Originalbildgröße am nächsten kommt. Und damit ist die Einstellung getan. Das gleiche bei den Objekten, bei den bewegten Objekten. Sie können hier die Motion Detection Sensitivity einstellen und hier die Background Image Detection History auch nochmal einstellen. Das heißt, er schaut sich dann an, wie die vorherigen Bewegungen gewesen sind im Vergleich zu den jetzigen Bewegungen, sodass er zum Beispiel auch solche Geschichten wie ein gewisses Rauschen eliminieren kann. Also Sie haben hier die Möglichkeiten, das einzustellen. Und wenn wir uns die zweite Kamera hernehmen, das war, jetzt lassen Sie mich schauen, die Main Station, dann haben Sie auch hier die Möglichkeit, Sie sehen, hier ist das angetickt, Sie können sich das hier, können das hier definieren. Und damit haben Sie im Prinzip die Gesichtsverpixelung bzw. auch die Objektverschleierung bereits konfiguriert. Gehen wir nochmal in den Spotter zurück. Wo liegen jetzt die Limitationen des Ganzen? Das Ganze basiert natürlich auf Regeln bzw. auf einem Algorithmus, der auf der einen Seite ein Gesicht jetzt bei der Gesichtsverpixelung erkennen muss. Das heißt, er braucht eine gewisse Größe, eine gewisse Anzahl von Pixeln, um überhaupt ein Gesicht zu erkennen. Man sieht das ganz schön, wenn ich da ganz nach hinten gehe, dann fällt teilweise diese Verpixelung weg. Also das sind die Limitierungen. Aber ganz ehrlich, wenn ich dann auch bei grob hochauflösenden Kameras in diese Entfernung hineingehe, dann kann man in vielen Fällen das Gesicht überhaupt nicht mehr erkennen, selbst als mit bloßem Auge nicht. Und Sie sehen hier zum Beispiel bei der Objektverschleierung, dass auch hier diese Herren, die sich absolut nicht bewegen oder so gut wie gar nicht bewegen, auch nicht verschleiert werden. Also das heißt auch hier, wenn sich Objekte über eine gewisse Zeit nicht mehr bewegen, dann können sie auch nicht verschleiert werden, weil auch aus der Historie heraus nicht mehr hervorgeht, dass sich diese Objekte überhaupt bewegt haben. Aber damit hat jedes System zu kämpfen auf dem Markt. Das ist einfach so. Und je rauer die Verpixelung ist oder je rauer das Bild ist, je kleiner die Auflösung ist, desto schwieriger wird es natürlich für die Systeme. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das sehr gut. Jetzt haben wir vorher darüber gesprochen, wie denn die Nutzerrechte sind. Ich weiß sehr wohl, wir haben hier gerade bei uns in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum vielfältig die Anforderungen nach dem Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, normalerweise muss das Bild verschleiert werden, das Gesicht muss verpixelt werden, wir haben Privatmasken dort und nur in Verbindung mit einem Vier-Augen-Prinzip, also mit dem Betriebsrat zum Beispiel oder dem Datenschutzbeauftragten, darf man sich diese Bilder dann in live ansehen. Dazu muss ich sagen, die Bilder werden so aufgezeichnet, wie sie kommen. Also da gibt es keine Gesichtsverschleierung darüber oder Gesichtsverpixelung oder Bewegungsverschleierung, sondern sie werden so aufgezeichnet. Das Ganze ist nur ein Overlay in Spotter. Das heißt, die Bilder werden nicht verändert, was auch gerade für die Gerichtsverwertbarkeit sehr wichtig ist.
Wenn ich dann hier in die Nutzerrechte hineingehe, ich mache mal den Administrator auf, dann habe ich hier diese Spotter Enterprise Funktion. Also hier kann ich ins Eingemachte gehen und jetzt kann ich hier bei den Privacy Einstellungen, kann ich für die Gesichtsverschleierung und für die Privatzonen einstellen, ob man diesen Status ändern darf im Klienten, also im Spotter. Das heißt, das, was ich gemacht habe, das Ein- und Ausschalten, ob die Objektverschleierung und die Gesichtsverpixelung immer an sein sollen oder ob sie konstant aus sein sollen. Sie sehen hier einen weiteren Aspekt. Also ich habe jetzt eine sehr große Handhabe, für jeden einzelnen Nutzer zu definieren, ob er es sehen darf oder ob er es nicht sehen darf oder ob er es sogar an- und ausschalten darf. Sie sehen jetzt hier noch eine Unterteilung in Livestream, Playback und Export. Und auch hier ist es möglich zu unterscheiden, ist nur das Live-Bild verpixelt, aber wenn ich dann zurück fahre mit dem Timeslider und ich mir Recordings anschaue, dann sehe ich plötzlich das Bild oder umgekehrt. Oder kann ich das Ganze sogar mit Verschleierung, mit Gesichtsverpixelung exportieren. Auch hier muss gesagt sein, der Export funktioniert in der Art, dass die Originaldateien exportiert werden und ich einen Spotter-Player benötige, um mir dann die verschleierten Bilder anzuschauen. Dann kann aber nicht mehr ein- und ausgeschaltet werden. Das ist ganz wichtig. So, dass auch hier die Daten eigentlich gerichtsverwertbar sind. Zusammen mit dem doppelten Passwortverfahren, also mit dem Vier-Augen-Prinzip, dass ich zwei Passwortfelder habe, oder auch mit der neuen Funktion, die wir jetzt haben, der Zwei-Faktor-Authentifizierung, dass ich über einen Authentificator, über eine Authentificator-App auf meinem Smartphone mir erst die Genehmigung holen muss, dass ich überhaupt mich einloggen darf, haben wir vielfältigste Möglichkeiten, um den Nutzer so oder die Nutzerrechte so zu gestalten, dass es für jeden geht, dass es auch für jeden Datenschutzbeauftragten funktioniert. Also es sind sehr, sehr interessante Features, die wir jetzt gebracht haben in Version 8.3.6. Ich habe davon gesprochen, dass man das exportieren kann. Das heißt, auf der einen Seite sehen wir jetzt die Live-Bilder. Wenn ich jetzt zurückfahre hier zum Beispiel, dann sehen Sie auch hier, dass es genauso funktioniert. Lassen wir den Kerl nochmal durchs Bild laufen. Das sind jetzt Aufzeichnungen, die ich hier habe. So, jawohl. Und ich kann das Ganze exportieren. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich werde jetzt hier mal einen Export anstoßen. So, und dann wähle ich mir hier einen Bereich aus, den ich gerne exportieren möchte. Ja, kann ich mir das nochmal anschauen, was da genau gewesen ist. Ja, da bin ich zumindest mal drauf. Das ist schon mal gut. Exportiere das Ganze. Und nun ist es ganz wichtig, dass ich hier in dem Bereich der Videos, des Videoexportes, das sogenannte SEF2-Format anwähle. Weil nur da habe ich die Möglichkeit, diese Clips mit Passwort zu schützen, die Privacy Zones, also die Privatmasken, zu hinterlegen und die Gesichtsverpixelung bzw. die Moving Object, also die Bewegungsverschleierung, einzusetzen oder anzuticken. Wenn ich das hier freilasse, dann kommt das rohe Video. Und wenn ich das hier anschalte, dann exportiere ich es zusammen mit dem Overlay. Das stoße ich jetzt mal an. Öffne den Ordner. So, den sehen Sie jetzt gerade nicht. So, und jetzt öffne ich einfach mal das exportierte File. Mach mal das zu, dass man das sieht, den Spotter zu. So, ich habe also jetzt hier den Spotter-Player. Und wenn ich das jetzt abfahre, sehen Sie, dass ich mit der Gesichtsverpixelung exportiert worden bin. Ja gut, kommen wir zu den Vorteilen, die Sie haben. Also Sie haben wirklich eine absolute Flexibilität in diesem System, unterschiedliche Nutzer mit unterschiedlichen Rechten auszustatten. Damit haben Sie auch die Möglichkeit,
genau gezielt auf die Anforderungen Ihres Datenschutzbeauftragten oder des Datenschutzmanagers, des Datenschutzbeauftragten, der Regulierungen, die Sie haben, denen Sie unterliegen, zu antworten. Es ist wirklich einfach zu nutzen, das haben Sie gesehen. Es ist auch sehr einfach zu konfigurieren und Sie können es mit jeder Kamera nutzen. Das ist der ganz wichtige Aspekt, egal ob das eine analoge Kamera über einen Encoder ist, ob das eine Megapixel-Kamera ist oder ob es eine vollauflösende Kamera ist. Sie können es mit jeder Kamera nutzen. Jetzt kommt die Frage nach den Kosten. Was kostet es? Für den, der ein sogenanntes Service Maintenance Agreement hat, der sowieso schon die Version 8 nutzt, er kann auf 8.3.6 hochrüsten und es kostet ihn nichts. Für den, der neue Lizenzen kauft, ist es in der ersten Lizenz enthalten. Das ist für den Vertriebler unter Ihnen nicht unbedingt erfreulich. Aber auf der anderen Seite ist es ein notwendiges Tool und deswegen haben wir uns gedacht, es einfach kostenfrei in die Lizenz mit reinzubringen. Für denjenigen, der die Version 7 hat, wie gesagt, gibt es die Möglichkeiten, Upgrades zu machen. Das können Sie über den jeweiligen Partner erfragen, was das dann kostet. Also da kann man dann auch Wege finden, das denke ich mir. Welche zukünftigen Entwicklungen werden sich in dieser Hinsicht tun? Also wir werden da den Markt ganz klar im Auge behalten und wir werden auch mit unseren Partnern zusammen an die Kunden herangehen und fragen, was sie denn noch gerne haben möchten. Wir haben einige Ideen darum. Es sind auch schon einige Anfragen gekommen, ob man denn zum Beispiel Gesichter selektieren kann beim Export, sodass nicht alle verpixelt sind. Wir arbeiten daran, aber da möchte ich nicht allzu viel sagen. Da bleiben Sie einfach mit uns in Kontakt. Und wir werden Sie dazu gegebenen Zeit einfach auch darüber informieren, vielleicht auch über ein neues Webinar. Ja, das war es jetzt soweit von meiner Seite. Ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat. Wir kommen jetzt zu den Fragen und Antworten. Schauen wir mal, ob es da ein paar Fragen gibt. Ja, da war auch die Frage jetzt nach den Kosten. Also wie gesagt, die haben wir beantwortet. Kosten tut es eigentlich nichts, wenn man denn diese Version 8 nutzen kann. Wie gesagt, Nutzer der Version 8 können auf jeden Fall hochrüsten. Diejenigen, die ein SMA haben, auf jeden Fall können auch das Upgrade von Version 7 auf Version 8 machen. Wer kein SMA, also Service Maintenance Agreement, hat, fragt bitte bei seinem Partner nach. Dann war auch hier die Frage nach dem Export. Ich denke, die haben wir beantwortet. Da war eine sehr, sehr schnell. Also ja, der Export ist da. Weitere Features, die wir bringen werden. Also wie gesagt, ich habe es ja vorher gesagt, wir werden hier, was die Features angeht, mit Sicherheit das eine oder andere noch bringen. Das hängt auch von Ihnen ab, das hängt davon ab, was der Markt, was Sie wirklich brauchen. Wir wollen ja nichts entwickeln, was dann nicht genutzt wird, sondern wir wollen hier wirklich das entwickeln, was auch dann in der Praxis umgesetzt wird. Ich schaue noch mal, gibt es irgendwelche weiteren Fragen? Noch haben Sie die Chance, das einzutippen. Okay. Nein, es scheint, dass alle Fragen beantwortet sind. Ja, dann möchte ich einfach nur mal darauf hinweisen, wenn Sie eine Demo dafür brauchen, bevor Sie es ins Live-System bringen oder wenn Sie es einfach ausprobieren möchten, insgesamt das gesamte Videomanagement-System von uns, dann schicken Sie einfach eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten an sales@mirasys.com. Oder wenn Sie meine Kontaktadresse haben, dann machen Sie das genauso, schicken Sie es einfach an mich. Und wir werden Ihnen dann eine Demo-Lizenz zukommen lassen. Wenn Sie weitere Fragen haben, natürlich genauso. Wenn Sie Fragen nach neuen Datenblättern oder sonst irgendetwas haben, nach der Roadmap, gerne. Ansonsten freut es mich, dass Sie teilgenommen haben. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen. Freue mich auch, dass Sie trotz des wunderschönen Wetters einfach noch da geblieben sind. Dieses Webinar wird auch auf YouTube, auf unserem YouTube-Channel bald veröffentlicht, also in 1, 2, 3 Tagen wird es soweit sein, sodass Sie das auch mit zum Kunden nehmen können. Sie können den Link dann einfach Ihrem Kunden schicken, da ist nichts Geheimes dabei. Und wir werden in etwa 2 Wochen, ich glaube am 2. Juni, ein weiteres Webinar auch auf Deutsch anbieten. Einladungen dazu werden an Sie herausgehen, auch mit dem Thema. Es wird wieder sehr, sehr spannend werden. Ich glaube, es geht da um die Textdaten, die wir in unserem System haben, was man damit machen kann,
beziehungsweise welche Vorteile es hat. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann wiedersehen, wiederhören und wünsche Ihnen bis dahin einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund und viel Erfolg. Dankeschön.